Ja, da gut, sind wir wieder am Start an Tag 20. Man möchte es nicht glauben, jetzt bin ich schon seit beinahe 3 Wochen unterwegs. Mittlerweile muss ich sagen, Ola, ohne H, aus Portugal. Bin jetzt heute die erste Nacht in Portugal. Richtig, 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 richtig geile Tagesetappe gehabt. Waren eigentlich drei unterschiedliche Etappen, drei unterschiedliche Kapitel, wenn man so möchte. Heute losgefahren in der Früh in Badajoz, nach einem bescheidenen Frühstück in meinem bescheidenen Hotel, aber sei es drum. Dann Richtung Albuquerque, also wie das amerikanische Albuquerque, Albuquerque. Und eigentlich nach wenigen Kilometern war es schon absolute Traumstrecke. Wunderbare Moped-Verhältnisse, 18, 20, 22 Grad, leicht bewölkt, bisschen windig, aber perfekte Bedingungen. Und da ist durch Sierras durchgegangen, unzählige Nationalparks durchquert. Richtig geil, Nullverkehr, schön, schnelle Kurvenstrecken. Es war ein absolutes Fest. Bin von dort aus dann eigentlich an der portugiesisch-spanischen Grenze entlang, habe ich mich wieder hochgearbeitet bis nach Alcantara. Das ist anscheinend, wollte ich nur googeln. Muss ich heute Nacht noch machen, anscheinend auch ein Teil vom Jakobsweg, eine ganz berühmte alte Brücke und so eine Staumauer, die man da sehen kann, auch auf meinen Videos und Fotos. War richtig cooler Flecken. Da habe ich dann ein bisschen Mittag gemacht, Orange und Müsli-Riegel, um dann wenig später die Grenze nach Portugal zu passieren. Da war es nicht recht viel anders als in der Extremadura, also wenig los, geile Landschaft, vielleicht ein bisschen ein Ticken grüner, ein Ticken hügeliger vielleicht. Und auffällig, sowohl in der Extremadura als dann auch in Portugal drüben, ständige Begleiter, deswegen Arbeitstitel des ersten Kapitels vom heutigen Tag, unter den Schwingen des Adlers. Erstens, weil die Gutsi natürlich wie ein Adler gleitet und der Adler ja das Wappentier ist vom Moto Guzzi, aber. Nein, in erster Linie war das echt beeindruckend. Am Himmel waren regelmäßig etliche Greifvögel, große Greifvögel. Man hat ja immer mal wieder Störche gesehen, das war auffällig. Aber okay, das sieht es bei uns auch ab und zu. Aber diese Summe an großen Greifvögeln, ich gehe davon aus, die meisten wären Adler gewesen sein. Ich bete mir ja ein, dass ich gestern einen Geier gesehen hätte. Man weiß es nicht. Aber heute wirklich. Immer wieder 5, 8, 10, die über mir kreist sind, majestätisch. Weiß nicht, ob das an der super Thermik dort in den Wüsten liegt oder ob da so viel Mais und Gedöns unterwegs sind. Es war absolut majestätisch und hat gut zu meinem Durchgleiten passt. Also, es war richtig, richtig geil. Auch das erste Stück in Portugal eben ähnlich. Schnelle Kurven, wenig Verkehr, coole Landschaft, immer mal wieder. Schafe in Gassen, Rinder am Wegesrand, also echt ein Highlight. Bin dann, ich wollte eigentlich zuerst Richtung Coimbra zum Übernachten. Studentenstadt, ja. Habe aber dann festgestellt, auf Booking irgendwie Hotellerie, weiß man nicht, nichts so richtig Gescheites dabei. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, du bist 8, 9, 10 Stunden auf dem Moped. Fast mitten in die Stadt rein, brauchst da wieder ewig, ziemlich nervig. Dann, wie stelle ich das Moped ab, wie sicher ist das Ganze? Um eigentlich festzustellen, wenn ich abends angekommen bin, bin ich meistens so platt, dass ich nur einen Happen zu essen brauche und ein Cerveza und gutes gewesen. Und nachdem das halt so dermaßen Spaß gemacht hat, habe ich mir dann auf Höhe Castelo Branco, wie man das alles ausspricht, ist eh müßig in Portugal, ist ja Fantasiesprache, glaube ich. Da habe ich mir dann überlegt, scheiß die Wandern, heute lasse ich es richtig krachen und anhand meiner Karte, ich habe euch ja schon erzählt in einem anderen Kapitel, dass ich immer mit Karte navigiere, anhand meiner Karte habe ich festgestellt, da gibt es viele, viele kurvige Strecken. Ich zeige das einmal kurz, wenn man hier mal drauf, weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Hier sieht man also ganz schön kurvige Strecken, grün umrandet, das heißt landschaftlich auch schön und da kann man sich wirklich verlieren. Habe ich dann auch, um die Pointe vorwegzunehmen. Bin da in den Bergen, in der Serra de Cabeco, Serra de Arcor, Serra de Estrella gekreist, wie ein Wahnsinniger. Es war
stundenlang wirklich absolut gigantisch schön. Guter Asphalt, null Verkehr, coole Wechselkurven zum Niederknien. Ab Mittag einmal ein Reel gemacht oder Nachmittag, das war dann glaube ich so um 2:30 Uhr, war ich auf so einem Kamm oben. Ich bin da lang in so einer Bergkette entlang geswingt, hoch und runter. Und irgendwann am Kamm waren da ganz viele Windräder, das war richtig cool. Da ist es saumäßig zapfig dann und windig gewesen natürlich, macht ja Sinn bei Windrädern. Und ab dem Punkt, das muss so Höhe, was war das, Höhe Guis Arganil oder so in der Richtung müsste das gewesen sein, haben dann schlagartig die Straßen sich geändert, obwohl sie auf der Karte eigentlich alle gleich waren, also keine weißen Straßen, die ja immer die kleinsten sind. Aber es wurde richtig abenteuerlich. Hab dann Bergdörfer durchquert und Kopfstoppflaster, enge Passagen, teilweise gar kein Asphalt mehr, sondern nur so grober, festgefahrener Schotter. Das war dann schon eher krass. Aber die Laune war nach wie vor gut. Ich habe mir dann mein Übernachtungsziel Covilha oder Covilha rausgesucht, weil es da ein paar coole Hotels gab. Das ist anscheinend so eine mittelgrößere Stadt. Nur dorthin zum Thema. Anhand von meinem Navi waren es dann noch irgendwie 40 Kilometer, aber es hat mir 1,5 Stunden angezeigt. Und es waren echt krasse Buckelpisten. Und irgendwann einmal habe ich dann einmal ein Ortsschild gesehen Richtung Covilha und habe mich dann gegen Navi entschieden und bin im Ortsschild nachgefahren. Es waren 25 Kilometer mehr, aber es war dann die Umfahrung der ganzen Bergdörfer. Aber unbändig bärig. Bin noch dreimal an die Windradl vorbeigefahren, deswegen Überschrift von Kapitel 2 der Tagestour, war im Bann der Windräder. Ich weiß nicht, ob es die gleichen waren, gut möglich, oder ob es andere Windräder waren. Es war der absolute Wahnsinn. Zwischenzeitlich bin ich, glaube ich, eine und dieselbe Strecke dreimal gefahren, viermal gefahren. Echt cool. Es war dann auch schon, ich war dann ein bisschen verwirrt, weil auf einmal meine Gucci-Uhr und meine Handy-Uhr nicht mehr übereingestimmt haben. Das Rätsel zur Lösung. In Portugal ist es eine Stunde früher, also jetzt ist auf meiner Armbanduhr 8:15, hier ist 7:45. Und das hat dann irgendwie das Handy automatisch übernommen, aber natürlich die Kutze nicht. Dann habe ich mich gar nicht mehr ausgehend, was jetzt los ist, ob ich gar nicht mehr heimkomme. Naja, habe dann für die letzte Etappe schon nochmal 3/4 Stunde gebraucht und die war dann leider, drittes Kapitel, jeden Tag Regen, täglich grüßt das Murmeltier. Absolut sinnflutartige Regenfälle. Ich habe also den Ring auch nach Portugal mitgenommen. Es war nicht mehr feierlich. Mittlerweile macht mir der Ring ja fast nichts mehr, zumal ich mein Regenhaut dazu gehabt habe. Aber da war es dann auch so, dass die Sicht ultra schlecht war und ich ja immer noch in diesen bergähnlichen Straßenverhältnissen unterwegs war. Die Entwässerung katastrophal, sodass ich teilweise durch murenartige Riesenpfützen durchgefahren bin. Und Aquaplane ist tatsächlich nicht lustig mit dem Moped. Also das war nochmal ein ganz schöner Kampf, nichts mehr gesehen, zu dem Hotel zu navigieren. Aber auch das haben wir hinter uns gebracht. Die netten Damen in der Rezeption haben ziemlich komisch geschaut, also sie klatschen aus von oben bis unten, also Gesicht inklusive, weil irgendwann fährst du dann mit offenem Visier, weil das Visier komplett zu ist, als ich da reingestiefelt bin. Irre. Aber ein sensationell geiler Tag, 456 Kilometer heute, Wahnsinn. War glaube ich die richtige Entscheidung, dass ich auf die portugiesische Küste verzichtet habe. Ich denke, das werde ich ja morgen weiterhin so handhaben. Ich muss jetzt dann einmal die Route planen. Das liegt jetzt auf der anderen Seite der Karte. Also juhu, wird Überraschungseffekt, wenn ich die Karte umstülpe. Wie geht es da weiter? Aber ich denke, dass ich mich so Richtung Gijón wahrscheinlich hocharbeite und dann an die spanische Atlantikküste. Und die werde ich mir dann schon geben. Die soll recht schön sein. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Mittlerweile 6.666 Kilometer auf der Guzzi. Ist, glaube ich, auch einen kräftigen Schluck von meinem Superbock. Dietmar, falls du das siehst, auf dich. Kräftigen Schluck wert. Ich bleibe also den heimischen Bieren treu. Das war echt gut. Kann man trinken. Motorrad funktioniert. Tadellos, bin nach wie vor begeistert. Heute war es auch wirklich schön, weil in den Bergdörfern ab und zu mal so ein Rentner mit seiner Baskenmütze, es sind keine Basken, aber
Müsst ihr echt Portugiesen mit sich heißen? Die haben alle so einen Hammer aufgehabt, so eine Schlägerkappe, wie wir daheim sind. Und die sind auf ihren Treppen vor den kleinen Häuschen geguckt und haben wir zugewogen und haben sich recht gefreut. Also so oft fährt da, glaube ich, keiner vorbei. War, wie gesagt, ultra wenig Verkehr heute. Richtiges Highlight und wie so häufig eigentlich die Touren, die Etappen, wo man im Vorhinein nicht denkt, dass es halt mega gut wird, das sind dann häufig die Highlights. Also man merke, Mindset, sind wir wieder bei dem Thema. Also ich habe mich halt überraschen lassen von der Tour, von der Etappe von Portugal. War zwar mal in Lissabon, aber natürlich nie hier im Hinterland unterwegs. Das ist der Wahnsinn, wie wenig da los ist und auf sowas stehe ich halt, auf so Lost Places. Also richtig guter Trip bis hierhin, macht echt Spaß. Wahnsinn, dass schon 3 Wochen vergangen sind. Ich denke, habe heute mit den Eltern telefoniert. Ich denke, dass es schon noch so an die 10 Tage wahrscheinlich dauern wird, bis ich wieder daheim bin. Muss man jetzt einmal schauen, wenn ich dann an der Küste entlang komme, dass ich es besser abschätzen kann. Aber macht richtig Bock. Super Bock. Der Gotzimattl.